liebe Leute, zu einem neuen Motovlog. Heute wieder unterwegs mit meinem Cousin und hinten der Chris mit seiner Kawa Z800. Eine kleine Sonntagsausfahrt, wobei klein. Wir haben jetzt eigentlich vor, Richtung, also ein bisschen westlicher in die Steiermark zu fahren, Richtung Birkfeld, und habe heute auch das Mikrofon etwas verändert. Ich habe nämlich über das Mikrofon zusätzlichen Schaumstoff herumgewickelt und mit Kabelbinder fixiert, und den habe ich heute runtergenommen. Und das Mikrofon ziemlich vorne an der Kante, also das Mikrofon bleibt weiterhin an derselben Position. Ich hätte es nur interessiert, wie das jetzt ohne Schaumstoff klingt. Mir ist vorgekommen, dass gewisse Töne einfach dumpfer geworden sind. Eventuell auch ein besserer Popschutz. Aber es wird nämlich bei Machen Videos, habe ich das gesehen, auch auf Motorrädern, die haben keinen zusätzlichen Schutz aus dem Mikrofon. Das hat ziemlich gut geklungen. Und das möchte ich jetzt auch probieren. Mal schauen, wie das jetzt klingt. Vielleicht nehme ich dann gewisse Töne eh wieder besser auf. Das wird sich dann zeigen. Wir haben heute vor, jetzt fahren wir Richtung Fürstenfeld, und dann geht es Richtung Stubenberg, zum Stubenberger See. Da fahren wir, wenn wir mal vorbeifahren, und dann Richtung Birkfeld fahren. Das ist dann schon ziemlich in der Nähe der Teichalm. Aber Teichalm, soweit ich weiß, geht jetzt noch nicht zu fahren. Ist noch zu kalt und liegt sogar noch Schnee oben. Wetter ist heute auch wirklich super. Soll heute auch der bis jetzt wärmste Tag sein, mit Tageshöchstwerten über 16 Grad. Momentan haben wir 14 Grad laut Bordcomputer. Schauen, wie sich das in weiterer Hinsicht am Nachmittag noch verhalten wird. Wir haben jetzt 2:30 am Nachmittag. Wir werden heute eh nicht so lange aus sein, weil der Chris, mein Kollege, muss dann am Abend noch wohin, hat dann auch was vor, und deshalb sind wir eventuell nur so bis etwa 5, 5:30 am Abend aus. Ich hätte auch ein kleines Shoutout wieder. Ich möchte versuchen, dass ich alle paar Motovlogs, eventuell andere YouTuber in meinen Videos erwähnen möchte, die ich persönlich sehr gut finde, die ich gerne mir anschaue, oder die ich halt eben gerade momentan schaue. Und eigentlich wollte ich in das letzte Video, wo ich das Shoutout gemacht habe, schon erwähnen, aber habe es leider vergessen, und deshalb möchte ich das jetzt nachreichen. Das ist der KTM Maniac, der mittlerweile schon ein richtiger Bekannter geworden ist, weil wir schon ziemlich viele Konversationen hatten in den Kommentaren, und er auch immer recht fleißig kommentiert hat meine Videos. Und da möchte ich auch herzlichen Dank aussprechen an den KTM Maniac für die Kommentare, für die Likes und für die ganzen Konversationen, die wir bisher hatten. Und schaut doch mal bitte bei ihm vorbei. Hat wirklich super Video, ganz genial gefallen hat mir das KTM, also das 690 Duke Wheelie Tutorial. Das habe ich mir, glaube ich, schon dreimal angeschaut, und der Chris auf seiner Kawasaki hat sich das Video auch schon ein paar Mal angeschaut, weil er jetzt eigentlich auch mit seiner 800er also zum Wheelen anfangen will. Auf jeden Fall, KTM Maniac, mach so weiter. Und ich hoffe, wir können eines Tages einmal zusammen ausfahren über den Großglockner Heizen. Mal schauen, was sich ergibt. Wäre sicher eine super Möglichkeit. Ebenso in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seinem YouTube-Channel. Ja, ich würde einfach gerne in den kommenden Vlogs auch andere YouTuber, andere Motorrad-YouTuber auch erwähnen. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Stubenberg und fahren dann eben auch am Stubenberger See vorbei. Aussicht da, ja. Jetzt sind wir direkt kurz vorm Stubenberger See. Wir sind jetzt gerade beim Tierpark Herberstein vorbei. Das ist der große Tierpark. Da
Nähe Stumberg. Da oben am Himmel haben wir gerade einen Paraglider gesehen. Da sind da nämlich über den See, kann man da paragliden. Sicher echt genial. Ah, da oben ist eh. Das muss auch ein geiles Feeling sein. Sicher geil. Da ist nämlich der Stumberger See. Ist ja wieder extrem was los jetzt schon. Also für die Jahreszeit gar nicht wenig los. Boah, alter Schwede, was ist denn da los? Interessant. So, jetzt fahren wir da durch die Stubenbergklamm, ich glaube so heißt die, den Fluss entlang, neben ein paar felsige Berge. Ja, der geht sogar durch den Bach, alles klar. Ich hoffe, man kann das sehen auf dem Video. Der spaziert durch den Fluss, durch den Bach durch. Muss man ziemlich aufpassen, das sind auch teilweise ziemlich schmutzig staubige Straßen. Da ist deutlich kühler, ja. Wahnsinn. Habe die Ehre. Könnte man dann, wenn man dort rechts weiterfährt Richtung Birkfeld, könnte man links gleich Richtung Teichalm fahren. Aber es schaut ehrlich gesagt gar nicht mehr so aus, als würde da oben Schnee liegen. Vor ein paar Tagen hat es so geheißen, es ist dort oben Schnee verbahren und na, vielleicht ist das jetzt eh schon wieder geschmolzen. Sehen tut man auf jeden Fall nichts, dass da oben Schnee liegt. Obwohl, das ist auch noch nicht alles. Irgendwo geht es dann noch höher rauf. Also, die Teichung liegt ja noch etwas höher als das, was wir da jetzt gerade sehen. Also normal ist es keine Ahnung. Also auf jeden Fall vorige Woche haben sie noch gesagt, auf der Teichhalm ist eine Schneckettenpflicht für LKW. Wie ich diese Strecke schon vermisst habe. Ist zwar keine ultrakurvige, geile Strecke, aber es ist irgendwie lustig zum Fahren. Ui, die Polizei fährt auch schon wieder. Ja, jetzt kommt nämlich diese Osterzeit, wo generell viel Polizei steht, viele Planquadrate. Und jetzt in der Osterzeit muss man generell wieder aufpassen. Eben weil es halt auch wärmer wird, kommen sie jetzt leider auch zum Vorschein. Die Polizisten mehr und mehr Straßenkontrollen, mehr Alkoholtests und so. Ja, es ist halt einfach nur ärgerlich mit dem technischen Dienst, was es dann auf die Motorradfahrer immer abgesehen hat. Es ist halt schon immer ziemlich ärgerlich. Wir haben da eine wirklich extrem schöne Gegend. Es ist super. Ziemlich Angst, dass da im Schatten ist und da ziemlich kühl ist, dass da gleich noch irgendwie rutschig sein könnte oder einfach der Reifen nicht schon greift. Das kann da halt schon leicht passieren oder noch leicht passieren dort. Das schaut so geil aus. Und so eine geile Luft da. Boah, das ist Hammer. Wow! Da hat es mir gerade ein bisschen das Heck. Bissl, leichten Schlupf gehabt. Jetzt ist mir der Reifen schon ein bisschen durchgegangen in der Kurve. Hinten. Da müssen wir noch ziemlich aufpassen. Es ist Birkfeld. Birkfeld. So. Jetzt Hochdeutsch aussprechen. Schöne Gegend da. Ist wirklich super. Wir wollten eigentlich kurz da stehen bleiben, Birkfeld. Aber ich habe mir gedacht, jetzt fahren wir, wenn der Reifen schon halbwegs warm ist, fahren wir noch eine kleine Runde da rauf und runter beim Wiesenbach, schauen wir uns diese Straße da an und dann drehen wir noch einmal um und dann bleiben wir in Birkfeld stehen. Das ist nämlich diese Strecke, wo ich das erste Mal
einen Knieschleifer geschafft habe, mit dem Knie unten war. Ist aber leider auch die Stelle, wo ein Bekannter von meinem Kollegen ums Leben gekommen ist, irgendwo darauf zu. Wir wissen gar nicht genau, wo das war. Ja, das ist wirklich schade. Leicht feuchte Straßen noch. Kurzer Stopp, schau, ob die Reifen warm geworden sind. Die Reifen sind heute ein bisschen wärmer geworden. Und vom Reifenbild her auch relativ gut schon. Obwohl ich halt eher noch nicht wirklich das Vertrauen habe in den Asphalt. Weil da schaut ein bisschen so aus, als wäre noch ein bisschen ein Salzaufkommen in der Straße. So ein ganz leichter so ein Salzstaub oder ein bisschen schmutzig auch noch. Eventuell dürfte noch auf der Straße sein. Und dem kann man halt nicht so vertrauen, gell? Da liegt noch Schnee! Okay. ja. Und wieder zurück. Jetzt werden wir dann stehen bleiben. Bei der Tankstelle auf Red Bull und der Chris muss ich tanken, sein Cover. Dann passt es eh. Jetzt sind wir die Miesenbachstrecken auch noch ein bisschen gefahren. Wir waren jetzt kurz auf Red Bull und der Chris hat getankt und jetzt geht's von Bigfoot weiter Richtung Hartberg, Schlechtig-Pöllau und wieder bald in Richtung nach Hause, weil der Chris dann noch fort muss. Schaut euch diese Aussicht an, jawohl! Ich freue mich schon so, wenn wir diese ganzen Gegenden da und dann Richtung Deichholm nicht wieder abfahren können, wenn es noch ein bisschen wärmer wird. Das wird echt geil. Gott, aber ordentlich überholt. Einen ordentlichen Zaun. Kawasaki, der fast zu Sport auf Start drückt, zu filmen. So, bin wieder zurück, hab den Akku getauscht und wir waren jetzt kurz in Fürstenfeld. Also wir sind dann über Hartberg dann Richtung Ilz und dann nach Fürstenfeld. Waren jetzt kurz bei einer Eisdiele in Fürstenfeld. Man merkt viel, also unsere Bikes, so wie sei Kawa Z800 und die Super Duke da, ziehen extrem viele Leute an. Es sind auch viele jüngere Buben, sind dann hinter uns gestanden und haben sozusagen gewartet, bis wir anstarten. Also man zieht extrem viel Aufmerksamkeit auf sich mit solchen Bikes. Das glaubt man gar nicht. Also ich hätte mir selber nicht gedacht. Aber ich finde es echt cool irgendwie. Man merkt halt auch gewisse Neider, also gewisse neidische Blicke oder eher so verurteilende Blicke unter die Leute. Das hat man halt natürlich immer überall dabei. Irgendwo, ne? Und Haters gonna hate. Oder Haters gonna skate oder so.
Ja, wir sind jetzt schon nach Hause weg. Ich habe jetzt noch kurz bei einer kleinen Aussichtswarte, die neben der Straße sich befindet, sind wir stehen geblieben, haben ein paar Fotos gemacht. Die kann ich ja hier im Video in der Mitte mal einfügen. Und wenn ihr genau jetzt den Sonnenuntergang zugeschaut, ja, wir haben jetzt ist 6:30 am Abend, aber es hat immer noch laut Bordcomputer 10 Grad und es ist auch nicht so schlimm, es ist auf die Finger ein bisschen kalt und so, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Jetzt sind wir dann eh schon bald zu Hause, haben noch einen kleinen Weg haben wir noch. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Like, kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Wünsche. Und abonniert mich für weitere Videos, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.